Läuft. Sehr gut. Hallo und herzlich willkommen heute hier zu unserem nächsten Livestream. Mit mir dabei ist heute wieder mein Kollege Stefan Gericke. Und ihr habt es in der Überschrift schon gelesen, heute geht es natürlich um Objektive für die Alpha 6000 Serie. Wir haben ja letzte Woche so ein bisschen überlegt, was wollen wir denn genau machen, wie wollen wir es denn genau machen. Und super viele von euch haben sich gewünscht, dass wir über APS-C-Objektive sprechen. Und wir haben dann nach dem Livestream letzte Woche noch ein bisschen drüber gequatscht, wie können wir das denn sinnvoll für euch aufteilen? Weil wir haben natürlich auch gemerkt, wenn wir über 70, 80 verschiedene Objektive sprechen, da kommt kein Mensch mehr mit. Und ja, die logischste Aufteilung, die uns beiden eingefallen ist, Stefan, du pflichtest mir da hoffentlich bei, war, wir teilen die einmal ein nach Zoom-Objektiven und Festbrennweiten. Das heißt, wir werden heute über die Zoom-Objektive sprechen, aber keine Angst, im nächsten Livestream geht es dann um die Festbrennweiten. Und ich habe mir heute wieder so eine Liste ausgedruckt, zeige ich euch natürlich auch kurz, da ist sie, mit allen Zoom-Objektiven, die ich so kenne, die ich so im Einsatz gehabt habe. Und ich habe die gleich in 5 Kategorien eingeteilt. Das vielleicht so als ersten Hintergrund. Wir haben zum einen natürlich die Standard-Zoom-Objektive, also die normalen Zoom-Bereiche. Dann haben wir den Bereich Zoom von Weitwinkel bis in den starken Telebereich. Und dann habe ich nochmal die 18-200 separat aufgeteilt, weil davon gibt es 4 Stück. Und die können wir uns natürlich auch angucken. Und dann habe ich natürlich die Teleobjektive genannt. Und das erste, mit dem wir anfangen, sind die Weitwinkelobjektive. Und da gibt es aber genau genommen nur ein Zoom-Objektiv, nämlich das 10 bis 18. Bevor wir damit gleich anfangen, vielleicht noch ganz kurz so ein bisschen was zur Erklärung zum E-Bajonett. Hatte ich gerade eben in einer Minute mit Stefan abgesprochen, dass wir das heute machen wollen. Und Stefan, oh, erzähl du mal. Ich muss dich kurz unterbrechen. Sorry. Wir haben Ruckler. Es Ruckler. Ruckt gewaltig und es hakt. Es Und hakt zwar und bei es ruckelt. Michael, Also beim meine Sir Leitung Max. sagt, es geht hier mit 10 kB raus und ich gucke mal gerade kurz, was der Livestream sagt. Der sagt eigentlich auch, hier läuft alles safe. Also ich von meiner Seite, ich stelle doch gerade ein bisschen was um, gerne. Das mache ich sofort, wartet. Ich habe noch eine Software im Hintergrund laufen, aber dass wir Ruckler haben, hatten wir ja auch noch nie, ne? Ton ist sauber und Bild ist fast nur Standbild. Hier geht Oh, auch das nichts, ist es schlecht. ruckelt. Aber ich habe alle Schlechte Sachen Quali. ausgeschaltet und bei mir geht hier der Stream mit 10 kW, 10.000 Kilobit raus. Deswegen wundert es mich. Okay, passt auf, ich werde gleich fahr noch mal in die Software schauen, doch noch mal schauen. Ne, also hier geht es wirklich raus. Vielleicht mag aber gerade YouTube nicht. Dann ist das natürlich sehr, sehr schade. Ah, das wäre natürlich ärgerlich. Das wäre total ärgerlich, vor allem weil wir. Ja, hier hat er gerade einmal gemosert in den Stream-Einstellungen, aber eigentlich ist hier alles mehr als gut genug. Ich sehe es jetzt auch im Livestream, das geht richtig. Sieht eher nach überlasteter Codierung aus. Nach Liegt sicher am überlasteter heutigen Thema. Codierung. Ich kann Also mal ich sag die mal, Qualität ein Kili. bisschen runterschrauben, das kann ich gerne mal machen. Moment. Aber bei mir sollte eigentlich, also meine Software sagt, es geht hier alles in ordentlicher Qualität raus, aber YouTube nimmt es gerade nicht scheinbar nicht richtig an. Das tut mir super leid, aber das kann ich natürlich gerade nicht groß beeinflussen. Ich schaue mal Lachs, das gerade, machen ob wir wir eine Option haben. nochmal. Wollen wir gleich nochmal starten einfach? Dann Wir bleibt fahren bitte alle das mal kurz im System Chat. nochmal. Ich beende ganz kurz einmal den Stream und starte ihn sofort wieder. Ach nee, das geht ja nicht. Hahaha. Moment, das ist ein bisschen schwierig. Ah, mein Rechner läuft mit 5,7% CPU-Last, also der kann es nicht sein. So. Ich bin nach wie Und vor wir hier. gucken mal. Den Stream habe ich angelassen diesmal. Ich hoffe, dass es dann jetzt besser rausgeht, aber eigentlich war es von den Einstellungen her die Standardeinstellung. Ich habe ja nichts geändert. Und es wundert mich ein kleines bisschen. Jetzt wäre halt die Frage, kriegen wir das gleich nochmal hin? Und läuft es jetzt gleich wieder? Kannst du bitte einmal reinschauen? Bisher noch nicht. Bis jetzt siehst du noch kein Live-Bild. Bisher noch kein Live-Bild. Ich Okay, also bei mir geht aktiviere ein Stream gerade. wieder raus. Jetzt ist es besser. Okay, dann lag es wohl in einem OBS-Problem. Sorry dafür. Da kann ich jetzt in dem Fall leider nichts zu sagen, weil mein Rechner hat angezeigt, es geht alles mit voller Leistung raus. Ich hatte es ja auch schon vorher kurz getestet.
dann habt ihr zumindest ja schon den ersten Teil gehört. Also heute geht es um die APS-C-Objektive. Ich habe die in 5 Kategorien eingeteilt, in die Standard-Zooms, in die Standard-Zooms mit erweitertem Zoom-Bereich, in die High-Power-Zooms, das heißt also von 18 bis 200 mm, natürlich in die Teleobjektive und als 5. Kategorie, da gibt es allerdings nur ein Objektiv, habe ich die Weitwinkelobjektive genannt. Das gibt es nur das 10-18, mit dem werden wir auch natürlich gleich starten. Bevor wir das aber machen, ganz kurz noch so eine kleine Einführung zum Thema E-Mount, weil genau genommen könnte man ja, Stefan, du stimmst mir zu, auch jedes Vollformat-Objektiv anschließen. Und ich glaube, es gibt trotzdem einen Grund, warum viele von euch sich das eben gewünscht haben, dass wir über APS-C-Objektive sprechen. Magst du ein bisschen was über Vollformat und APS-C-Objektive oder Kameras generell erzählen? Dann schalte ich mal meine Kamera herum. Ja, wir sind immer noch so ein bisschen in Zeitlupe, höre ich gerade. Ich würde gern was über APS-C und dem One-Mount-System von Sony natürlich was sagen. Schon wieder? Aber es ruckelt immer noch. Wir sind bei 3 Frames in der Sekunde. Ich denke, das will heute sich keiner länger anschauen. Schön, dass ihr noch trotzdem da bleiben bleibt. Ihr seid nach wie vor 100 Zuschauer. Jetzt nochmal, jetzt läufst du wieder. Jawohl. Hallo Vimeo, sage ich nur. Ab nächste Mal Vimeo. So, das Streambild ist wieder da. Ich schreibe mal kurz in den Chat, ja. Werbung läuft super. Bis jetzt, jetzt, dass wir jetzt wechseln, ist auch klar. Oh, besser. Sieht gut aus. Jetzt läuft es flüssig. Endlich. Ja, dann fragt mich bitte nicht, woran das jetzt lag. Wie gesagt, meine Internetleitung habe ich gecheckt. Ein 14-4er Modem höre ich da gerade. Der Ton reicht eh. Fangt an, sagt der eine gerade. 14-4er Modem hatte ich auch. US Robotics. aber ich hoffe, über die Zeit sind weg und können jetzt starten. Ist es schön, wenn wir über Software gehen. Pass auf, ich stelle das demnächst doch um auf den Switch. Da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Das nervt mich tierisch, dass ich hier vorher alles teste, es läuft und dann geht es doch nicht. Aber ist ja kein Problem. Stefan, fang doch einfach nochmal an mit dem Thema, warum es APS-C-Objektive gibt und warum viele Leute vielleicht die gerne mögen. Genau. APS-C-Objektive, warum es die gibt. Sony hat ja ein System, das One-Mount-System. Das heißt, wir haben ein Mount für Vollformat und für APS-C. Und APS-C hat halt natürlich den charmanten Vorteil, dass es eine sehr kompakte Kamera ist gegenüber der Vollformat-Kamera und dass wir natürlich auch an der kompakten Kamera kompakte Objektive nutzen können. Wie wir in den letzten Streams schon gehört haben, ist der Bildkreis da entscheidend. Wir haben einen kleineren Bildkreis, somit können wir die Objektive ein bisschen kleiner bauen. Und das ist, würde ich sagen, das, was wir halt vorteilhaft haben. Und was noch dazu kommt, nicht nur die Größe, sondern auch der Preis ist ein bisschen kleiner. Also gleich 2 Vorteile auf einer Hand. Von der Bildqualität brauchen wir uns bei der 6000 auch nicht beschweren. Da sind wir nach wie vor mit einer richtig tollen Kamera unterwegs. Und das, würde ich sagen, unterstreicht nochmal den Grund, warum wir APS-C und Vollformat-Objektive nutzen. Ja, es ist ja auch wirklich sowohl ein Größenunterschied als auch wirklich ein großer Preisunterschied, ne? Wie du es gerade eben gesagt hast. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ein Full-Frame-Objektiv im Weitwinkel habe. Und da haben wir ja ein wunderbar kleines 16-35 von Zeiss. Ne? Das ist schon für einen Ultra-Weitwinkel sehr klein und sehr leicht. Ja? Das 10-18 ist dagegen ein Mini-Objektiv. Ja? Und beides ist Blendenwert 4, beides in einem ähnlichen Brennweitenbereich. Also das ist schon ein Vorteil. Ich war ja mit dem 10 bis 18 mm in New York, damals mit meiner Nex 7 noch. Und daher habe ich das zu schätzen gelernt. Kann ich auch mal kurz zeigen. Warte mal kurz. Ich bin die ganze Zeit in New York mit der Kamera so durch die Gegend gelaufen. Also habe hinten auf das Display geguckt, ja, und habe nur, so, ich zeige euch das hier, nur nach oben fotografiert. Also so rum eigentlich. Ne? So, das ist halt schon ziemlich cool. Ja. Wie sind deine Erfahrungen? Ja, weil wir wollten ja gesagt, wir starten. Ich würde auch nur so durch die Stadt laufen. 10 bis 18. 10, 18 gehört ja wie immer zu meinen Lieblingsobjektiven, haben wir schon im ersten Lieblingsobjektive-Video schon gesagt. Und was mich an dem begeistert, ist die Größe, durchgängige Lichtstärke 4 und ein Bildstabilisator. Und das alles für unter 700 Euro, wenn man es clever anstellt. Und dann kommt noch dieser ganz kleine, feine Vorteil dazu, dass es teilweise sogar das Vollformat ausleuchtet, und zwar von 12 bis 16 mm. Also wenn man es an der Alpha 7 benutzt und sagt, okay, ich brauche einen Weitwinkel nur 3-4 Mal für ein bisschen
vielleicht Bühnenfotografie oder zwei, drei Karikaturen oder so, wo die Randunschärfe gar nicht so wichtig ist. Du, Stefan, ist das ganz auch, kurze Frage. Der Stream ist schon wieder weg. Bei mir steht zwar sehr gute Verbindung und alles gut, aber heute ist irgendwie der Wurm drin, oder? Stream tot. Alles in Ordnung bei Daniel W. Heute ist der Wurm drin. Das ist aber schon seit gestern Abend so. Ich habe gestern Abend um eins noch ein Video hochgeladen über LTE und zack, halb zwei war komplett alles tot in Deutschland. Kein LTE über die Telekom. Und heute telefoniere ich mit dem Peter Frick aus der Schwäbisch Hall. Der hat auch gestern Abend Probleme gehabt mit seinem Festnetz. Kann das irgendwie daran liegen, dass irgendwie so eine große App gerade gelauncht wird heute? Das okay, könnte natürlich damit zusammenhängen, dass da gerade Internetknoten oder irgendwas überlastet sind. Ja, jetzt läuft wieder alles weiter. Pass auf, wir machen das ganz einfach. Los, weiter. Wir werden einfach weitermachen und solltet ihr jetzt wirklich eine ganz schlechte Verbindung haben. Ich werde mich bemühen, den Livestream so schnell wie möglich natürlich auch im YouTube-Kanal zu veröffentlichen, weil so ist es natürlich für niemanden auch im Anschauen nachher, im Nachhinein wirklich interessant, wenn wir ständig Pause machen. Also nehmt mir das jetzt nicht krumm. Ich kann die Situation gerade nicht ändern und der Stefan natürlich auch nicht. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen einfach weiter. Normal, wenn ich irgendwie mal schuld. Schaut im Nachhinein nochmal rein. Sorry. Ja? Genau. YouTube neu starten habe ich versucht, hat mit meiner Fernbedienung nicht geklappt. Irgendwie ist der NSA-Knopf kaputt. Okay. So, wir waren beim Weitwinkel. Sorry. 10:18. Da machen wir einfach weiter. Wie gesagt, das ist für mich das Charmante. Die vier Faktoren. Und deshalb ist es auch hier an dieser netten Kamera dran. Hier an der. Nehme ich auch zum Stream sozusagen immer. Also auch ein Gerät, was mich tagtäglich begleitet, einfach auch wegen der Größe. Man kann es einfach einstecken und dann hat man es dabei. Immer mal einen Griff wert. Da gibt es natürlich jetzt einige, die sagen, ja, das 1018, das habe ich ja auch unter mehreren unserer YouTube-Videos gelesen. Ja, das ist aber gar nicht so scharf. Und natürlich gibt es auch hier unterschiedliche Qualitäten in dem Objektiv. Das heißt, du kannst natürlich Glück haben und ein sehr gutes erwischen oder ein schlechtes. Meine Erfahrung ist, und ich habe mehrere verwendet, dass meine waren wirklich alle okay und waren alle gut. Jetzt darf man natürlich das nicht unbedingt vergleichen mit einer Festbrennweite. Ne? In einer Festbrennweite im Ultraweitwinkelbereich geht optisch mehr. Das muss man auch ganz klar so sagen. Aber dieses 1018, diesen Vorteil, den ich habe durch das Einsetzen von dem Zoom, dass ich halt einfach wirklich gezielt meinen Bildwinkel wählen kann, das ist halt auch ein Riesenvorteil. Ne? Absolut. Absolut. Also von daher denke ich, das geht alles in Ordnung. Der Bildstabilisator funktioniert, das Ding ist klein und leicht, es passt in die Jackentasche und macht echt Spaß. Dann lass uns doch mal weitermachen, weil wie gesagt, da haben wir jetzt kein Objektiv zum Vergleichen. Über die Festbrennweiten reden wir dann beim nächsten Mal. Dann lass uns mal zu den Standard-Zooms gehen. Ich zähle die erstmal alle kurz auf, damit ihr alle wisst, worüber wir jetzt sprechen. Und dann gehen wir die einfach mal Schritt für Schritt durch. Ich fange mit dem Ältesten an. Es gab ganz früher für die Next-Serie das 18 bis 55. Das gibt es inzwischen nicht mehr. Das fanden einige Leute sehr, sehr gut und fanden es auch besser als das zweite Objektiv in der Liste, nämlich das 16-50. Das ist das kleine, was nach vorne ausfährt, ne? Das Power-Zoom. Dann gibt es natürlich das 16-70 Zeiss, das Blende 4 durchgängig, was auch sehr klein und leicht ist. Und mein allerliebstes, mein 16-55-2.8, das ganz neue, was aber zeitgleich natürlich auch mit Abstand das teuerste ist. Und lass uns vielleicht mal bei den ersten beiden starten, bei den beiden günstigen Kits, 18-55 und 16-50. Wie ist da deine Erfahrung? Wie schaut's aus? Ich beantworte noch gerade noch kurz zur Frage. Wir sprechen über alle Zooms heute. Und meine Erfahrung für die kleinen Zooms, 16-50, wird ja oft zerrissen. Weil es ist halt nur so ein Standardobjektiv und so weiter. Ich muss sagen, für den Preis, den es das dazu gibt, ist es ein unfassbar gutes Objektiv. Es hat erstmal ein Metallbajonett und es unterstützt den Grundsatz dieser Kamera. Ein Alpha 6000 will vor allem den kleinen sein. Das ist das Erste, warum man sich überlegt, so eine Kamera zu kaufen. Das Zweite ist natürlich die Bildqualität, aber auch da muss man sagen, das 16-15 wird meist unterschätzt. Der Lachs hat mit der RX 100, glaube ich, hast du diesen Test gemacht. Ich habe, ne? Das Bild sogar sprechen. Hast du sogar da. Habe ich vorbereitet. Und was ich immer als Rückmeldung kriege, es ist ja Wahnsinn, was die in der Automatik für tolle Bilder macht. Und das liegt zum großen Teil einfach an der 16-50 Optik, die einfach gut performt. Zweiter Punkt, den viele bemängeln, wo ich aber auch sage, hey, dafür sind wir im 21. Jahrhundert, ist die Verzeichnung und die Bildqualität bei nicht korrigiertem Linsenfehlern.
Aber auch dafür, jeder Hersteller nutzt diese Möglichkeit, die Objektive zu verbessern, indem man einfach Verzerrung, Randabschattung und so weiter aufbessert. Und natürlich, für denjenigen, der es besser haben will, der muss einfach die 200, 300 Euro mehr in die Hand nehmen und sagen, ich nehme dann gleich das 1670 Zeiss. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen der Kamera mit und ohne 1650, ich würde das immer mitnehmen. Einfach, weil es ein No-Brainer ist, zum Einstecken, zum Mit-dabei-haben. Es ist die Idee zur Kamera, dieses Objektiv einfach zu nutzen. Soll ich meine Meinung zum 1650. Soll ich einfach gleich nochmal das Bild zeigen? Ich habe ja eins mit dem 1650 gemacht bei uns im Studio und das habe ich ja auch ganz vielen Händlern gezeigt, die immer gesagt haben, ah, das ist aber so schlecht und am Rand und ne, da gibt es bessere. Da habe ich gesagt, ja Mensch, vergleicht das eben mit den Vollformat-Festbrennweiten. Das ist klar, dass es da schlechter ist, aber ich finde es auch nicht wirklich schlecht. Und ich mache das ganz einfach. Ich schalte dich noch einmal ganz kurz aus dem Bild raus, um das Live-Bild zu zeigen, Stefan. Sorry, springe auf meinen Rechner und hier habe ich es schon genau genommen schon offen. Das ist jetzt die Bridge. Ich habe irgendwann einen Vergleich gemacht zwischen der RX 10 Mark III und der Alpha 6000 mit dem 1650. Die kosten ungefähr oder kosteten damals ungefähr das gleiche und habe dieselbe Aufnahme gemacht. Und das Bild, was ihr jetzt seht, ist mit dem 1650 entstanden und ich gehe mal auf die 100%. Wahrscheinlich werdet ihr im Stream zumindest ein bisschen was davon sehen oder beziehungsweise ich gehe mal auf die 200%, dann seht ihr es auf jeden Fall. Selbst hier die kleine Schrift, ja, hier über diesem Balken, ganz oben auf dem Geldschein, da wo jetzt der Mauszeiger ist, die funktioniert super. Ja? Also da ist die Schärfe echt gut. Auch wenn ich hier in den Stoff gucke, auf die Spielkarten, ja, und wir sind jetzt schon ein bisschen weiter am Bildrand, dann sind die echt gut. Nicht wundern, die Spielkarten, das Muster, was ihr jetzt hier unten unter den aufgestellten Spielkarten seht, das ist in einem Spiegel. Deswegen ist es ein bisschen unscharf, das liegt aber am Spiegel, nicht am Objektiv. Und hier vorne haben wir natürlich den Blendenwert, der dann auch wieder eine Rolle spielt. Das heißt, hier hinten auf der Garnrolle, da ist es relativ scharf. Die Garnrolle nach vorne, die wird natürlich unscharf, aber das liegt in dem Fall am Blendenwert und eben nicht an dem Objektiv. Ja? Weil ich habe auf eine Entfernung scharf gestellt und das ist ja relativ nah dran. Aber ihr könnt selbst sehen, bis in die Ecken, und hier sind wir jetzt in der extremen Ecke, ist das Metallgitter im Hintergrund wirklich gut abgebildet. Es hat keine großen chromatischen Aberrationen, das heißt keine Farbsäume und so weiter. Und jetzt konntet ihr auch mal sehen, wie weit ich da reingezoomt habe. Und auch wenn ich in die andere Ecke gehe, hier auf den Stoff, der hier unten liegt, dann kann man sogar hier in diesem blau-grünen Stoff das Stoffmuster erkennen. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das im Livestream sehen könnt. In der Originaldatei sieht man das ziemlich gut. Und das ist keine schlechte Leistung. Ja? Und wenn ich hier oben eben reinschaue, auch hier in dem Geldschein, ich gehe mal wieder auf 200%. Ja, hier so an dem Rand lässt es dann ein bisschen nach. Aber bis hier, bis zu der Person, ist es noch echt gut. Und nochmal, wir sind da oben echt am absoluten Bildrand. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also da geht schon. Da geht schon auf jeden Fall was. Ich schalte den Stefan mal wieder zu. Sorry, dass ich dein Bild kurz ausgemacht habe. Aber ich hoffe, man konnte es zumindest so ein bisschen erahnen. Und du hast ja damals einen Vergleich mit einer RX100 gemacht, ne? Genau. Also, wenn ich mich recht erinnere. Ja, da war was ganz Interessantes rausgekommen. Ne? Die RX100 war die erste Kamera, also RX103 war die erste Kamera mit diesem neuen Exmor-Sensor, beziehungsweise mit dem verbesserten. Die RX102 hatte den zwar auch schon, aber da war das noch die einfache Version. Und ich habe natürlich auch einen ISO-Vergleich gemacht. Der ist in dem anderen Ordner da drin. Und ich war sehr geschockt, weil der dreimal so große Sensor von der Alpha 6000 war kaum zu unterscheiden von dem 1 Zoll Sensor aus der RX100. Heißt, mein Fazit war auch damals, wenn ihr eine kleine Kamera sucht und euch Objektiv wechseln egal ist, dann solltet ihr eher die RX100 kaufen. Warum? Sie ist bei Lowlight besser, weil das Objektiv einfach lichtstärker war. So. Wenn man dann genau hinschaut und sich das Objektiv anschaut und das 2470 von der RX100, das ist ja ein echt interessantes Objektiv und sehr gut, das 1650 ist aber schärfer. Also, das ist unglaublich, oder? Ja, das ist unglaublich. Und das, wo alle Leute sagen, ach, das Standard-Kit-Objektiv, das Tief, das taugt ja nichts. Und ja, natürlich, es kann auch sein, dass es am Randbereich eben nicht top ist, aber es ist für den Preis, wie du richtig gesagt hast, eine echt gute Alternative. Wie sind deine Erfahrungen mit dem 1855? Kannst du dich daran noch erinnern? Weil das hatten wir vorhin auch noch genannt. Das war ja mein Beginnerobjektiv. Ich hatte ja die Next 3 gleich zu Anfang gekauft, weil mich die echt umgehauen hat. Damals hatte ich noch eine Canon 7D und habe mir trotzdem diese Next 3 gekauft mit dem 16er. Da gab es ja so ein Kit und mit 1855. Und
ich hatte damals einen Tamron 55, nee, einen 1755 auf der Canon und habe die beiden verglichen miteinander und habe echt gedacht, Wahnsinn, Alter, jetzt hast du dir eine 7D gekauft, das teure Tamron dazu und diese Next 3 kommt bei Lowlight fast dran an die Geschichte. Also es hat mich wirklich, das war so für mich der Kickpunkt, wo ich gesagt habe, okay, Sony schaue ich mir genauer an. Und das war sozusagen mein Einstieg in die Zoom-Geschichte. Und dann, das war ja damals nur das Silberne erhältlich. Und mit der Next 7 kam ja dann die schwarze Version raus. Und ich muss immer betonen, dass ich das 18-55 sehr, sehr lange immer als mein Standard-Zoom benutzt habe. Noch weit vor dem 16-50. Also ich muss, die Alternative wäre das Zeiss gewesen. Ich musste gerade sehr lachen, als du das erzählt hast, weil meine Erfahrung war damals auf dem Alpha Festival, was ja noch von Usern organisiert war, was in Berlin stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Da war es so, da waren im Prinzip ganz viele Leute aus der Community da und ich war immer eingeladen und habe eben ein paar neue Kameras gezeigt und habe dann Vorträge auf der Bühne gehalten und so weiter. Und ich erinnere mich noch wie heute. Die ersten E-Mount-Kameras kamen auf den Markt, Next 3, Next 5. Und selbst die Sony-Fans haben die Dinger nicht angerührt. Also im ersten Jahr standen die da und keiner wollte was damit zu tun haben. Im zweiten Jahr fanden es dann alle interessant. Und im dritten Jahr ist dann die Presse aufgestiegen. Und im vierten Jahr haben dann die Fotohändler es verstanden, dass die neuen Kameras da ganz viele Optionen bieten und viele Sachen einfach besser können als eine klassische Spiegelreflex. Und das fand ich halt damals so witzig. Und dieser Vorteil ist eben dem, den Modellen geschuldet. Und ich bin ja schon echt lange dabei. Also von daher, ja, kenne ich das auch 18, sehr gut. Genau, 18-55 war für mich sozusagen wieder das, so das Beginnerobjektiv. Und man hat zum Anfang uns immer eine gute Qualität, ich sage mal uns, ich bin ja nicht verheiratet mit Sony, aber ich fotografiere halt schon so lange damit, immer schon eine gute Qualität bescheinigt. Allerdings die Bedienung hat zum Anfang halt nicht so überzeugt, das war das Einzige. Aber qualitativ waren wir immer echt richtig geil. 1855, also legendär. Warum legendär? Weil es gibt es nicht mehr. Es ist End of Life, seit circa anderthalb Jahren, glaube ich, gibt es es nicht mehr oder noch länger. Ich müsste es auch nachgucken, ich weiß es nicht, aber ja. 1650 ist halt viel, viel kleiner und vom Kontrast ein bisschen besser. Also das 1855 ist relativ kontrastarm. Ne? Also das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich hätte, aber das passt schon. Okay, dann lass uns mal über die beiden höherwertigen sprechen. Über das 1670 Zeiss. Da gibt es ja sehr, sehr, sehr geteilte Meinungen. Es gibt ganz viele Leute, die lieben das Objektiv und ganz viele Leute, die sagen, es ist das Geld nicht wert. Ich habe mit dem Objektiv eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Also alle Kopien, die ich hatte, waren wirklich gut. Ich hatte aber einen Händler in Süddeutschland. Da hat ein Verkäufer die Kamera gekauft mit dem 1670 Zeiss und der war maßlos enttäuscht und der hat mir auch echt viele Bilder gezeigt, wo die Bildqualität nicht gestimmt hat. Also ne, das kann man natürlich nicht ausschließen, weil wenn das Ding runtergefallen ist und ich bin ja nicht dabei, ich weiß ja nicht, was Leute mit ihren Objektiven machen, aber er hat mir gesagt, er hat das nicht gemacht. Ich glaube ihm das auch, weil ich den eigentlich ganz gut kenne. Er hatte wohl echt eine schlechte Kopie und dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ne? So, wenn du da also ein Objektiv hast, was nicht super performt und dann eben damals ja noch 1000 Euro dafür bezahlt hast, dann ist es hart. Wobei inzwischen kostet es, ich habe heute nachgeguckt, 619 Euro, also 620 Euro. Und in meinem Test, als ich die alle gegen das 1655-2.8 getestet habe, war das 1670 wirklich das zweitbeste Objektiv. Ne? Also inklusive der Festbrennweiten wohlgemerkt. Von daher muss ich sagen, meine Erfahrung mit 1670 ist sehr gut, wenngleich die vom 1655, dem 2.8er, nochmal viel, viel besser ist. Also den Sprung in der Bildqualität kann man meiner Meinung nach schon ziemlich deutlich sehen. Ja. Und ich fand bei dem immer sehr interessant, die beim 1670 die 4 bei 70 mm. Ne? 105 mm umgerechnet auf Vollformat sahen schon immer sehr gut aus in der 5D. Und auch die 70 an der APS-C bei Blende 4 macht schon ein schönes Porträt, so in diesem Abstand, wie ich jetzt hier zum Beispiel zu euch sitze. Also das ist auch eine Überlegung wert, als immer drauf und Standard mit dabei, der besseren Klasse, durchaus empfehlenswert. Was hast du als nächstes auf meiner Liste hier, auf unserer Liste? Ich muss noch eine kleine Geschichte erzählen, weil du hast es vorhin schon kurz angesprochen. Ich habe ja gerade eben schon ein bisschen was über das 1655 gesagt und ihr könnt das Video von mir ja auch hier im YouTube-Kanal sehen.
es hat wirklich alle meine Festbrennweiten zerstört. Es ist wirklich viel, viel besser. Und die Demo-Bilder gibt es zum Download. Ich habe dann öfters mal gehört, dass Leute oder andere Tester die internen Korrekturen ausgeschaltet haben. Du hast es eben beim 1650 schon kurz erwähnt. Das kann man machen und ja, dann sind die Ecken von diesem Objektiv mit Sicherheit nicht perfekt. Gar keine Frage. Jetzt ist immer die Frage, wie weit spielt das für euch eine Rolle oder nicht? Es gibt jetzt Leute, die kommen und sagen, ich will ein optisch perfektes Objektiv. Ne? Das wird es so nicht geben, weil es wird kein Mensch kaufen. Weil wenn du so ein Objektiv dann für 5, 6, 7.000 Euro anbietest, es 2 Kilo schwer ist, dann ist einfach kein Kundenkreis da. Ne? So. Sony hat versucht, das Objektiv so klein und so leicht wie möglich zu bauen und natürlich ist es im Rand, gerade weil es eben so klein und so leicht ist, nicht perfekt. Ja, gar keine Frage. Wenn man aber die Korrekturen anschaltet, und das ist das, was für mich am Ende vom Tag zählt, das Bild, was wirklich rauskommt, dann ist dieses Objektiv allen anderen haushoch überlegen. Jetzt kommt dann einer und sagt, ja, aber dann gehen mir ja die Randbereiche verloren, dann habe ich ja gar kein 16mm Objektiv, sondern vielleicht nur noch 17mm. Das stimmt nicht. Das 1655 ist das weitwinkligste von allen und ist auch bis an den Rand scharf, auch wenn die Korrektur eingeschaltet ist. Also von daher muss ich sagen, wenn es rein ums Ergebnis geht und ihr eben nicht ein Technikfan seid, dann ist das Objektiv optisch das Beste, was ihr für das APS-C-System kaufen könnt. Es ist super teuer, es kostet aktuell noch fast 1200 Euro, gar keine Frage. Wir verwenden es inzwischen fast immer für alle Videoaufnahmen, also wirklich für alles, was wir machen. Das Video zum Tamron, ich habe ja gerade das neue, Moment, kann ich euch auch kurz zeigen, hier ist es, das neue Tamron 18-200 für Fullframe getestet, beziehungsweise das war ja sehr, sehr ja, kurzfristig, dass der Kollege von Tamron mich angerufen hat und gesagt hat, ich habe dir ein Sample reserviert, du kannst das gerne ausleihen für eine Woche oder für zwei. Und ja, das war am Feiertag. Und alles, was wir damit draußen gedreht haben, also alles, wo ihr mich im Prinzip vor der Kamera seht, haben wir mit dem 1655 gedreht. Ja? Also mit Ausnahmen von den Bildern, die ich mit dem Objektiv gemacht habe natürlich. Aber das hat mich wirklich geschockt und ich überlege auch immer noch, das anzuschaffen. Ich habe es heute nicht hier, ich habe es meinem Kameramann mitgegeben, der wollte sich die Kamera ausleihen und der hatte gestern Geburtstag. Vielen herzlichen Glückwunsch von dieser Seite nochmal hier im Livestream, mal gucken, ob er zuschaut. Ich weiß es gar nicht. Und ja, aber das ist definitiv mein Favorite. Okay, gut. Du weißt ja, 1655 und ich, wir sind Freunde. Ja. Das kannst du auch wirklich langsam dir, glaube ich, so in den Status schreiben. So. Mein Lieblingsobjektiv ist 1655. Obwohl, du hast ja gar kein WhatsApp. Ja. Oder nutzt du? Lachs hat sich irgendwann verabschiedet. Hat gesagt, ich möchte kein WhatsApp mehr nutzen. Das ist schon das echt stimmt, lange her. Das stimmt. Das hat mich pro Tag Minimum eine Stunde Zeit gekostet. Deswegen bin ich auf einen anderen Messenger umgestiegen. Und seitdem benutze ich den noch ungefähr 10 Minuten am Tag. Das heißt, 50 Minuten Zeit für andere wichtige Dinge. War für mich eine gute Entscheidung. Lass uns mal zu den Objektiven gehen, die 18 bis haben. Ne? Also 18 bis 105, 18 bis 110, 18 bis 135 mm. Da gibt es ja drei verschiedene und ich würde am liebsten mit dem 1810 starten, weil das wahrscheinlich keiner von euch kennt, beziehungsweise die wenigsten von euch live in der Wildbahn gesehen haben. Das ist ein echter Trümmer. Das ist viel, viel größer als alle anderen Objektiven und das liegt daran, dass es ein Videoobjektiv ist. Das ist eigentlich für die FS5, FS7 und alle anderen APS-C-Camcorder mit Wechselobjektiv gebaut. Liegt aktuell, es ist im Preis ganz schön runtergegangen, fast 1000 Euro günstiger, bei 3500 Euro. Und das ist kein Scherz. Ja? Also aktuell der günstigste Preis, 3500 Euro. Und was natürlich dann die Frage ist, ist es optisch so viel besser? Und die Antwort ist nein. Es ist optisch ein sehr gutes Objektiv, bitte nicht falsch verstehen, aber ich kann mit einem 1805 eine ähnliche Qualität erreichen. Und es ist auch ein Blende 4 übrigens. Mhm. Aber diese Videoausrichtung, die ist das eigentlich Interessante, weil Videoobjektive haben ja ein bisschen andere, ja, müssen ein bisschen andere Eigenschaften mitbringen als das Standard-Fotoobjektiv. Ja, das ist zum Beispiel, dass sich der Schärfepunkt beim Zoomen nicht oder nur minimal verlagert. Und das habe ich zum Beispiel bei dem neuen Tamron festgestellt. Ich stelle auf 200 mm scharf, ich zoome zurück, das Bild ist komplett unscharf, wenn ich bei 28 angekommen bin, wenn ich manuell fokussiere. Also wirklich komplett, da verschiebt sich der komplette Bereich. Das ist jetzt fürs Fotografieren kein Problem, weil du drückst den Auslöser, die Kamera stellt neu scharf. Beim Video ist das ein bisschen kritischer. Ne? Da willst du die Szene ja im Shot lassen und dementsprechend ist es da sehr wichtig.
Und das macht das 1810 perfekt. Du reißt also wirklich von 110 auf 18 oder von 18 auf 110 mm und die Schärfeebene bleibt. Cool. Wie ist deine Erfahrung? Hast du damit schon gearbeitet? Mein kleiner 1805, FX9-Besitzer? 110 habe ich noch nicht benutzt. Es gab es zu der Zeit, wo ich oft gefilmt habe, gab es das noch nicht. Es wurde ja ganz viel auch verkauft im Filmbereich, das 1805er an der FX7 und an der FX5. Das war so das Standardding. Die haben sich lange so ein Teil gewünscht, weswegen auch das 1810 dann rauskam. Aber es gab für mich nie einen Anwendungszweck, weil ich bin ja dann gleich auf eine FX9 umgestiegen. Und da nutzen wir jetzt aktuell das 2830. Stefan und sein Luxusproblem. Das ist nicht, ist kein Luxusproblem, das ist ein Arbeitsgerät. Das ist ein Arbeitsgerät. Eindeutig. Nee, aber es ist auch ja nicht ist alleine auch investiert. So, ne? Also, das hat halt einen festen Anschlag, das hat einen Motorzoom, das hat, also, was halt klassischerweise ein Filmobjektiv ausmacht. Und wenn ihr die Chance habt, das bei eurem Händler mal seht, nehmt das ruhig mal in die Hand, probiert es mal wirklich aus. Es macht echt Spaß, aber es ist halt wirklich Special Need. Deswegen fällt es aus dieser Liste so ein bisschen raus. Und eine Frage, die mich so ein bisschen gewundert hat, ich habe ja heute Morgen in der Community eine Umfrage gestartet, welches Zoom-Objektiv würdet ihr denn empfehlen? Und 1655 wurde am meisten genannt, aber als zweites wurde, und das hat mich gewundert, das 1805 genannt und nicht das 1835. Ja, das ist auch mein Favorit. Ihr habt richtig entschieden. Weiß. Das 1805 finde ich auch so geil. Also nicht nur, weil es damals zum Film so oft benutzt wurde, sondern weil es einfach eine 105 hat und dann eine 4er Blende. Also ja. Porträt, super safe, ist natürlich auch ein bisschen größer, aber das ist immer so mein Hauptaugenmerk bei den Zooms gewesen. Da habe ich auch immer das 18-200 liegen lassen, wenn ich das irgendwie greifen konnte. Also 1805, ja, richtig entschieden. Müssen wir vielleicht noch kurz erklären, das Objektiv ist physikalisch relativ groß. Das heißt, es ist ein ziemlich langes Objektiv, aber es ist trotzdem ziemlich leicht. Es ist ein Power-Zoom-Objektiv, das heißt, das hat einen motorischen Zoom mit einem Hebel. Der Vorteil hier ist beim Filmen, dass ich mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit fahren kann. Das, was mir per Hand eigentlich nie gelingt, kann ich da problemlos umsetzen. Und der Grund, warum es so groß ist, ist, dass man keine Übertragung von dem Geräusch des Motors hat auf die Kamera. Also man kann das wirklich auch beim Filmen einsetzen, ohne dass man es bei der Aufnahme nachher hört, was ziemlich cool ist. Also von daher richtig gut. Es hat eine relativ hohe Verzeichnung, auch das muss man wissen. Aber es ist durchaus okay. Ich habe es auch eine Zeit lang besessen. Ich habe es dann irgendwann verkauft, weil ich eben auf die Full-Frame-Geschichten umgestiegen bin zum größten Teil. Und die Zoom-Objektive ja sowieso nicht so meine Welt sind. Was machst du, Stefan? Ich schaue hier immer ein bisschen, weil ich bin ja heute nicht zu Hause, wie man sehen kann. Ich bin heute bei einem beim Auftraggeber. Die haben heute hier um 20.15 Uhr einen Launch. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann streame ich einfach von hier. Über LTE geht das, ja. Und ich glaube, um es einfach mal zu zeigen, wo ich bin gerade bei Hai, heißt diese AG. Hai AG ist so eine Außenwerbefirma. Das ist so ein Partner von mir und genug geworben. Jetzt muss ich das Ding wieder als Werbung kennzeichnen, Mann, Stefan. Nein, ist alles gut. Wir bekommen kein Geld dafür, dass wir sie genannt haben. Und ich bin hier in so einem Büro und die schauen halt hier ins Schaufenster so rein. Hier. Und die sitzen hier hinten alle auf den Tischen schon und warten schon, dass bei denen losgeht. Also hier geht es gleich noch weiter im Anschluss. Gut. Hast du das 1835 schon mal benutzt? Weil das 1835 hat als Vorteil, es ist kleiner, es ist leichter. Es ist meiner Erfahrung nach auch ein Tick schärfer als das 1805. Es ist aber eher das Fotoobjektiv. Ne? Da geht es auch wieder um klein und leicht. Genau, es geht um klein und leicht. Verarbeitungsqualität ist für mich ein bisschen einfacher. Da hebt sich das 1805 auch wieder ein bisschen ab. Auch das 1670 hebt sich da ein bisschen ab. Es ist von der Haptik für mich einfach nicht so ein wertiges Ding. Und ich habe es in Frankreich mitgehabt, als ich Fotos fürs 6000er Buch gemacht habe. Mhm. Und ich habe es nicht so oft dran gehabt, weil es... Ja, es ist mir so ein bisschen so. Nein, ich kann es nicht aussprechen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Auch wenn der Brennweitenbereich 28-200 eigentlich ganz schön ist, umgerechnet auf Vollformat. Es ist aber nicht meine Haptik, meine Verfahrensweise gewesen. Also qualitativ war ich zufrieden. Ich würde das Objektiv immer empfehlen, wenn es darum geht, das Ganze wirklich klein und leicht zu halten, wenn man nur ein Objektiv mitnehmen soll. Weil dann ist es mit Abstand für mich das Beste.
Es ist das kleinste, es ist scharf, es hat den großen Bereich. Natürlich sind die 18-200 noch ein bisschen weiter im Bereich, aber dann eben auch deutlich größer, ne? So auch vom Handling her. Deswegen würde ich immer, wenn ihr als Fokus habt, ich will die Kameraausrüstung klein und leicht lassen, das kaufen. Dazu kommt, es ist das modernste. Es ist also allen 18-200 in der Bildqualität definitiv überlegen. Aktuell ist der Preisunterschied zwischen dem 1805 und dem 1835 ungefähr 50 Euro. Ja, also das 1805 ist ein bisschen günstiger. Wenn ihr Video macht, würde ich euch das empfehlen. Wenn es klein und leicht sein soll, das 1835. Das wäre jetzt so meine Einschätzung. Größe ist der große Unterschied bei den beiden. Also es macht schon eine Menge aus. Bildqualitativ würde ich es fast verschwindend gering machen mit einem kleinen Plus fürs 135er. Mhm. So würde ich es sehen. Aber mein Favorit 1805. Dann lass uns doch mal über die 4 18-200 sprechen als nächstes. Hier, in der Tat, haben wir 4 18-200 Reisezooms. Ist ich ja krass, erinnere oder? Mich noch dran, als die ersten Objektive kamen und es kam immer noch ein 18-200 und noch ein 18-200 und es war total seltsam, weil keiner sich erklären konnte, warum denn so viele 18-200. Jetzt muss man aber dazu wissen, dass diese Super-Zoom-Objektive auch bei den Spiegelreflexkameras immer ganz, ganz hoch im Kurs stehen. Es gibt ganz viele Leute, die wollen mit einem Objektiv alles machen können. Und deswegen gehen die Hersteller mal hin und bringen das auch relativ schnell auf den Markt, weil halt die Nachfrage hoch ist. Jetzt kann man, wenn man Fotografie als Hobby hat, ja, natürlich den Objektiven nicht immer so viel abgewinnen. Ne? Da heißt es ja auch ganz häufig, ja, diese blöden Suppenzooms und so, es gibt ja so ganz negative Bezeichnungen. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Also für mich ist es so, wenn jemand genau so arbeiten möchte und vielleicht gelegentlich nur seine Urlaubsfotos damit macht und das mit auf Reisen nehmen will, ist das eine gute Alternative. Ich würde es heute nicht mehr kaufen, weil es 1835 kleiner und leichter ist. Aber viele Leute lieben das und ich kann das gut nachvollziehen. Ich würde es mir persönlich aber trotzdem nicht kaufen, ja? Weil mein Anspruch oder meine Art der Fotografie ist einfach auch eine andere. Jetzt lass uns aber mal ganz kurz aufzählen, welches es gibt. Es gab als erstes das 18-200 und zwar dieses silberne. Das war ein ziemlich großer Trümmer, ja? Also relativ groß, aber Vorteil, sehr gut für Video geeignet. Es wurde am Anfang ja auch mit den Next Camcordern verkauft. Ne? Dann gab es das 700. Selbe in der 18-200 SE-Version. SE steht für Second Edition, war dann nicht mehr so gut für Video geeignet, aber deutlich kleiner, leichter. Und dann gibt es davon auch noch die Tamron-Variante, die optisch zumindest baugleich sind. Ja, Tamron hat das Objektiv gebaut, Sony hat das einmal als Sony verkauft und Tamron hat das nochmal separat als Tamron verkauft. Also optisch sollte es zwischen den beiden keinen Unterschied geben. Von der Haptik gibt es einen leichten Unterschied. Preislich sind die aktuell 30 Euro auseinander. Das alte, das große, das kostet hingegen aber 700 Euro statt 550. Also das ist 150 Euro teurer. Es ist auch genau genommen ein Tick lichtstärker. Ja? Wenn ihr euch die Werte anguckt, sind die gleich. Aber wenn ihr zoomt, werdet ihr feststellen, dass ihr mit dem alten, mit dem silbernen großen Objektiv, wo nicht SE dahinter steht, dass ihr da einen kleineren Blendenwert länger halten könnt. Das heißt, wenn ihr zoomt bei 70 mm, springt das andere schon um und das ursprüngliche bleibt dabei. Ja, also das ist so ein kleiner Vorteil, den ihr bei dem alten Objektiv habt. Und dann gibt es noch die ganz... Oh, sorry, ja, schieß los. Bei dem 18-200, weil ich habe jetzt nicht genau, ich habe mir ein bisschen im Chat geschrieben, der Zoom ist bei dem 18-200 viel, viel weicher, hast du gesagt. Ja, ja, genau. Das eine ist wirklich gut für Video geeignet, das andere nicht. Habe ich gesagt, ja, es ist für uns immer ein bisschen schwierig, weil Chat lesen, gleichzeitig zuhören und beantworten ist dann doch nicht ganz so einfach. Ne? Die meisten machen es ja mit Moderator. Wir haben uns dagegen entschlossen. Wir haben gesagt, wir wollen hier euch das echt zeigen. Ja, und dann gibt es noch das ganz teure, das 18-200 PZ. Und das PZ steht für Power Zoom. Das hat unten so einen kleinen Knubbel unten dran. Ich kann auch gleich mal gucken, ob ich ein Bild davon finde und euch das mal einblende. Das hat einen Motor, den man mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten fahren lassen kann, was halt fürs Filmen echt toll ist. Ja, und das wäre da auch für Filmer wirklich meine Empfehlung. Es ist ein wirklich gutes Objektiv. Es ist auch optisch. Ja, ich glaube, so wie die erste Variante. Ne? Ich glaube, da gibt es keinen großen Unterschied. Allerdings habe ich die nicht direkt miteinander verglichen. Aber ich hatte da jetzt bis jetzt gar keine negativen Erfahrungen mit dem Powerzoom. Und ich habe das bestimmt auch ein halbes Jahr lang benutzt. Also hatte es ein halbes Jahr lang in meinem Koffer und habe es immer mal wieder auch verwendet. Ja, und das LE gibt es noch von... Habe ich gesagt, ja. Ich habe beide vorgestellt, Stefan. Du warst nur mit Chatten beschäftigt. Alles gut. Dann gibt es auch noch mal genau das, gibt es ja noch mal von Tamron.
Wieso wiederholst du alle Sachen, die ich schon gesagt habe? Stefan, ich weiß nicht, ich habe gerade geschrieben und gelesen. Ja, ja, alles gut. Wir müssen das vielleicht kurz erklären. Sicher gehen, wir waren, dass du alles heute, genau, wir waren heute ein kleines bisschen just in time. Ne? Also Stefan war unterwegs mit dem Auto, ist eine Viertelstunde, bevor es losgehen sollte mit dem Livestream, angekommen. Ja, ich habe hier die Technik fertig gemacht und hat sich dann 5 Minuten vorher eingewählt. Wir haben 1 Minute vorher gequatscht und dann ging es schon los. Also es war heute sehr, sehr, sehr dünne Kante genäht. Und ja, nebenbei ja, Chat lesen ist dann doch ein bisschen aufwendiger. Okay. Ja, aber wie gesagt, 18-200, es hängt davon ab, was ihr machen wollt. Wenn ihr Video filmen wollt, nehmt ihr die erste Variante oder das Power Zoom. Wenn ihr klein und leicht haben wollt, das Tamron oder das Sony SE, Entschuldigung. Das müsst ihr halt entscheiden, was da für euch der wichtigere Fall ist. Bei den Teleobjektiven, und zu denen kommen wir jetzt, das ist ja genau genommen jetzt der fünfte Bereich, da gibt es aktuell eigentlich nur 2 Telezooms, ne? Also zumindest für APS-C. Es gibt einmal das 55-210, was super gut zum 16-50 passt. Und es gibt das ganz neue, das was ja auch hier hinten steht, ich blende es euch nochmal um, dann könnt ihr das nochmal sehen, das 70-350, das was hier in der Ecke steht, was ein bisschen größer ist, aber auch von der Qualität ja doch eine ganz andere Nummer. Also es ist wirklich nochmal ein ganz großer Sprung. Ich habe genau aus dem Grund aber noch 2 weitere Objektive reingeschrieben. Ich habe noch das 70-200 Blende 4, ist zwar ein Vollformat-Objektiv reingeschrieben, benutze ich aber sehr, sehr gerne an den APS-C-Kameras, weil es eben auch klein und leicht ist. Und dann habe ich natürlich noch für den einen oder anderen ja interessant das kleine 200-600 hier. Wenn ihr wirklich Tiere fotografieren wollt, wenn ihr Vögel fotografieren wollt, also alles, was wirklich weit weg ist, dann kann es natürlich sein, dass ihr auch mit 350 mm nicht nah genug rankommt. Jetzt könnte man natürlich das 100-400 G Master nehmen, aber das ist im Verhältnis zu dem hier wieder deutlich größer, deutlich schwerer. Und wenn ihr dann mehr Brennweite braucht, ist der Unterschied zwischen 350 und 400 relativ gering. Das heißt, wenn ihr wirklich mit den 350 nicht klarkommt, dann würde ich ganz klar das 200-600 empfehlen. Das ist mit Abstand die beste Wahl, wenn man Tiere fotografieren will. Ich bin ja auch in verschiedenen Facebook-Gruppen, da wird es auch immer in allen Bereichen gelobt. Ich habe ja selber damit schon ziemlich viel gemacht. Und das Ding ist einfach eine Bombe, wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Aber 2,1 Kilo, das muss man wollen. Ne? Und wenn ihr dann dieses Alpha 6000 mal im Vergleich anguckt, die sieht winzig aus. Ja? Aber das ist doch gerade das Interessante. Ne? Also ich bin das erste Mal, glaube ich, 2014 mit einer Alpha 6000 und einem adaptierten, die Alpha 6300 und adaptierten 150-600 Sigma auf der IFA, auf der ILA gewesen. Und alle haben mich angeguckt, ah, was hast du denn da für eine kleine Kamera in dem Riesenobjektiv? Aber es ist doch klar, wenn ich schon ein schweres Objektiv habe, dass ich mir nicht noch eine Riesenkamera dranhänge, wenn die dann genau das Gleiche macht, ne? 11 Bilder pro Sekunde. Also diese Kombination ist doch perfekt. Ne? Großes Objektiv, kleine Kamera und das ist das leichteste Equipment, was du als super Telefotograf halt haben kannst. Ja, also so what? Und ich lese ja dann auch immer die Kommentare unter den anderen Sachen. Ich mache jetzt mal an die Alpha 6000, das 70-350. Ne? So. Und was da oft gesagt wird ist, ja, aber das sieht doch total komisch aus. Das ist ja im Prinzip ein Objektiv, an dem eine Kamera hängt. Ja, ich zeige euch ja nochmal die andere Kamera, dann könnt ihr das nochmal genauer sehen. Das stimmt natürlich. Und ich höre dann immer als Argument, ja, aber das passt doch nicht. Und das ist aber totaler Quatsch, weil sind wir mal ganz ehrlich, es gibt eine Hand, nämlich diese hier, die hält das Ganze und eine andere Hand, das ist die hier, die bedient das Ganze. Es ist vollkommen egal, ganz wie groß der Buddy ist, weil du hast hier, muss ich euch von der Seite zeigen, sonst könnt ihr das nicht sehen, hier im Prinzip dein Stativ. Du lehnst deinen Ellenbogen an deinen Körper, kannst das Ganze viel ruhiger halten. Und genau so bedient man eine Kamera. Also das ist die Kamera, die hier, oder die, das ist die Hand, die die Kamera bedient. Und dementsprechend... Genau. Das sieht vielleicht seltsam aus oder ungewohnt aus, es ist aber beim Fotografieren genau richtig so. Also diese Handhabung ist super. Ja? Dieser Mythos von der Kopflastigkeit, ne? Das Objektiv macht die Kamera kopflastig. Hast du auch oft gehört, ne? Du hältst die Kamera so, genau. Also das liest man auch komischerweise ganz oft in der Fachpresse und das ist für mich null ein Argument, ein Objektiv nicht zu kaufen. Eine Kamera hat man genau so in der Hand, ne? Tablettstellung hier dran. Es ist genau, wie du es gerade gesagt hast. Und so erkläre ich es auch in den Workshops immer. Macht euch da frei und probiert es einfach selber aus. Ja, also da muss man, wir müssen vielleicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ne? Das 55-210 kostet aktuell 240 Euro. Es ist für den Preis ein gutes Objektiv. Es ist nicht das schärfste, es ist nicht das kontrastreichste, aber es ist halt auch echt günstig. Ne?
Das 70-350, was ich euch eben an die Alpha 6000 gesetzt habe, ist eine Knalleroptik. Das ist ganz neu, das gibt es jetzt seit etwas mehr als einem halben Jahr. Und im YouTube-Kanal habe ich es ja gegen das 100-400, gegen das, achso, könnt ihr doch, gegen das hier getestet, gegen mein Full-Frame-Objektiv quasi, was halt einfach mal fast das Dreifache kostet. Und in der Schärfe sind die beiden sehr ähnlich. Im Kontrast ist das G-Master ein Tick besser, aber in der Schärfe, ich war super überrascht, wie gut das 70-350 im Prinzip abschneidet. Und wenn euch das Thema interessiert, dann guckt im YouTube-Kanal, da gibt es sogar Bilder zum Download. Ne? Ich möchte euch jetzt nicht die ganze Zeit Bilder einblenden. Aber die könnt ihr auch runterladen, original RAWs, und das macht einen echt guten Eindruck. Also immer wenn es klein und leicht sein soll, empfehle ich das. Es wiegt nämlich, und jetzt kommt der große Vorteil, 625 Gramm. Es ist echt leicht für so ein Objektiv. Wenn du dann überlegst, das hier wiegt 2,1 Kilo, das muss man wollen. Ne? Also das kann man tragen mit sich den ganzen Tag. Und du siehst ja hier vielleicht meine Peak Design Bömsel. Wenn das hier so runterhängt am Körper, dann ist das ganz angenehm. Aber das den ganzen Tag in der Hand halten, merkt man. Ja, so als kleiner Tipp für euch. Was ich dann noch oft gefragt werde, wie sieht es denn mit dem 70-300 aus im Vergleich? Ne? 70-300 Fullframe gegen 70-350 APS-C. Wenn ihr eine APS-C-Kamera habt, kauft auf jeden Fall das 70-350. Es ist viel, viel schneller im Fokus. Es ist auch in der Bildqualität meiner Erfahrung nach ein Tick besser. Wenn ihr natürlich beides nutzt, also eine Alpha 7-Kamera plus eine APS-C, dann macht das 70-300 mehr Sinn. Ne, weil ihr es an beiden Kameras nutzen könnt. Das könnt ihr auch zwar an der Vollformat nutzen, aber dann eben nur mit eingeschränkt. Deswegen würde ich euch das so nicht empfehlen. Also, würde ich einfach nicht machen. Ja, sind wir schon durch mit den Objektiven, ne? Können wir ja, noch nicht ganz. Wir müssen noch kurz über 70-200 Blende 4 sprechen. Das habe ich nur erwähnt, aber das haben wir noch nicht so ganz genau besprochen. Ah ja, ja. Wenn ihr ein bisschen mehr Lichtstärke braucht, ne, dann kann man immer einen 70-200 2.8 G Master empfehlen. Liegt UVP bei 3.000 Euro, Markt wahrscheinlich so 2.600, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber so Pi mal Daumen. Tue ich mich ein bisschen schwer, weil das Ding ist mit 1,4 Kilo echt groß und schwer. Das Blende 4 hingegen ist optisch nicht ganz so gut, kostet aber auch die Hälfte, wiegt im Prinzip ja fast die Hälfte. Wäre an einer APS-C-Kamera wirklich eher mein Favorit als das 70-200 Blende 2.8, also das G-Master. Ich würde eher das 4 empfehlen an einer APS-C als das 2.8, weil es einfach besser zur Kamera passt, weil der Lichtstärkevorteil nicht so groß ist, und auch mit Blende 4 bei 200 mm kann man wunderbar freistellen. Ne? Also wenn der Porträts damit schießt, geht das super gut. Soll also kein großes Problem sein. Ja, 135, Blende 4, ist auch die Standardeinstellung für so Firmenporträts, ne, wenn ihr mal so eine Wand fotografieren müsst und so. Immer ein Treffer, immer gut. Ja, ja. Das waren jetzt im Prinzip eigentlich alle Zoom-Objektive, ne, die es so gibt, die es für das System gibt. Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass so viele andere Hersteller noch nicht umgestiegen sind. Ne? Also weder Sigma hat da groß was gemacht, Tamron hatte mal ganz am Anfang eins, hat es dann aber wieder einschlafen lassen. Wobei Tamron ja jetzt gerade ganz aktiv ist bei den Full-Frame-Objektiven, genauso wie Sigma auch. Ne? Die geben ja beide gerade richtig Gas, weil sie einfach gemerkt haben, dass ganz viele Leute umgestiegen sind. Und jetzt bleibt natürlich zu hoffen, dass wir auch in dem Bereich dann ein paar Sigma- und Tamron-Objektive noch bekommen. Festbandweiten gibt es ja einige, aber Zooms gibt es halt keine. Ne? Ja, also das hat auch wahrscheinlich viele immer... Also die Fragen kommen ja oft, wann kommt ein neues DAS-Objektiv, wann kommt ein neues APS-C-Objektiv. Aber ich denke, wenn man einfach ein Konzern ist, der einfach auch ökonomisch arbeiten muss und du hast einen Stall im Pferd, was halt echt gut funktioniert wie A7, dass du da halt auch rein investieren wirst. Und sind wir ganz ehrlich, eine 6000 ist gut ausgestattet mit dem, was wir hier haben. Und wer wirklich das Längere braucht, der kann auch inzwischen länger werden. Ne? Also das schließt es ja nicht aus. Und ganz ehrlich, wer eine 6000 hat und ernsthaft fotografiert, der guckt sich nach 2 Jahren garantiert eine Alpha 7 an und liebäugelt mit der. Er muss sie nicht kaufen, aber er weiß ganz genau, oh, das wäre schon geil. Der Schritt dahin ist nicht so allzu weit, ne? Ja, das sehe ich auch so. Wobei, wie gesagt, ich im Moment eher zum Beispiel keine Alpha 7 Serie kaufen würde im Vergleich zu einer 6.4 oder einer 6.6. Also, ich aus meiner Sicht, und ich kann es auch kurz vielleicht begründen, wenn ich mir eine Alpha 6400 kaufe, dann kostet die so viel wie eine Alpha 7.2, kann aber alles besser, ist in der Bildqualität alles sehr ähnlich, da gibt es so gut wie keinen Unterschied, obwohl der Sensor kleiner ist.
Das Fokussystem ist eine ganz andere Liga. Die Kamera ist kleiner, leichter, sie kann 4K-Video, sie kann das Display hochklappen. Also alles, was für mich wichtig ist, kann die 6.4, die 7.2 aber nicht. Bei der 7.3, die habe ich ja auch hinten stehen, die benutze ich inzwischen ja seltener für Video, weil sie halt dieses 30-Minuten-Limit hat, was für mich halt eine Einschränkung ist. Nichtsdestotrotz, die 7.3 ist natürlich eine Knallerkamera, ne? So. Da muss man dann wirklich überlegen, ob da eine 6.6 sinnvoller ist. Wenn ihr aber zum Beispiel Tiere fotografiert, ja, und weit weg, dann wäre das natürlich die Alternative. Oder eben eine Alpha 7 R4. Aber da seid ihr preislich dann auch wieder wo ganz anders. Da muss man halt wieder gucken, wie man es miteinander vergleicht. Ne? Und ich liebe die neue 6.4 Serie oder 6.6 und 6.4 echt wirklich. Die finde ich richtig gut. Die, meine Universal-Allzweck-Kameras quasi. Da kann man sich mal drauf verlassen, definitiv. Gut. Wie schaut's aus? Sollen wir ein bisschen über die Fragen sprechen? Weil es gab ja eine ganze Menge Chat. Ich habe es auch nachverfolgt und sorry nochmal für das YouTube-Stream-Problem, woran auch immer es jetzt lag. Genau. Machen wir ein bisschen Q&A, sagt man ja immer. Heute Morgen genau, fängst du unten Black an Magic oben? Stream. Ich habe von oben schon eins noch im Gedächtnis und zwar, warum sollte man eine Alpha 7 mit kleinem Besteck benutzen? Also warum APS-C an der Alpha 7? Ist jetzt für die meisten vielleicht gar nicht so, ergibt sich gar nicht, warum man das machen kann und sollte. Also auf jeden Fall funktioniert es schon mal. Und es gibt zum Beispiel einen Grund im Video, eine Alpha 7 R2 und R3 und eine R4 sogar auch, hat ja nur im APS-C den sogenannten Full Sensor Readout. Das heißt, da bekommst du die beste Bildqualität, heißt besten Kontrast, beste Farbe, bestes Signal-Aus-Verhältnis, weil der gesamte APS-C-Bereich auf dem Sensor ausgelesen werden kann. Das heißt, wenn du eine Alpha 7 zum Beispiel mit einem Gimbal und einem kompakten Objektiv nutzen willst, dann ist die Nutzung eines APS-C-Objektivs interessant. Also zum Beispiel eine Alpha 7 III mit dem 1805, was ich vorhin auch im Chat gelesen habe, dass das jemand nutzt fürs Video. Finde ich eine super Kombination, eine Alpha 7 mit dem 1805 im Crop. Man hat den Power-Zoom mit drin, also durchaus legitim die Nutzung. Und vorhin auch schon, wie gesagt, das 1018 performt ja auch von 12 bis 16 an einem Vollformat. Fürs Foto gibt es wenig Gründe, das ist richtig. Genau, da muss man natürlich sagen, ne, es wird am Rand schon schlechter. Aber jetzt ist es natürlich so, dass der Bildrand auch nicht für alle Motive wirklich wichtig ist. Also von daher ist es dann nicht so schlimm. Genau. Musst du halt wissen. Action-Foto, ne, zum Beispiel irgendwie ein Skateboarder, der gerade auf einer Ramp springt und du hast die Bildmitte scharf und der Rest ist eh so ein bisschen blurry und so weiter, da ist es nicht relevant. Da kannst du eine 12 einstellen, gehst auf Vollformat und kannst damit filmen oder fotografieren. Ist super eindrucksvoll. Wie gesagt, wenn du dann auf dem Gimbal bist, auf so einem kleinen Alpha 2000 von Fayutech oder diesen kleinen Weeble oder so mit einer Alpha 7, also kriegst volle Bildqualität im Output, machst noch HLG, S-Log und so weiter, hast ein kleines Gepäck und kannst damit halt sehr eindrucksvoll filmen. Und alle werden dich danach anschauen und sagen, das hast du mit dem Ding gemacht? Ja. Und das ist halt, was ich so geil finde, die Tools halt wirklich so interessant zu nutzen und für sich so seine Zusammenstellung, seine Kombination zu finden. Das reizt mich immer, die Sachen auch alle auszuprobieren. Also so viel zu der Frage, kleines Besteck an der Alpha 7. Noch was Ergänzendes für dich, von dir? Der Daniel W. hat geschrieben, ich liebe mein 16-55-2.8. Ich kann es nur bestätigen, es geht mir ganz genauso. Ich mag es wirklich gerne. Sorry, dass ich das schon wieder vorlese, aber so. Ich bin jetzt gerade bei dem Part angekommen, wo unser Stream dann ruckelfrei oder einigermaßen ruckelfrei lief, wo dann keine großen Punkte dazu kamen. Also von daher, ich bin noch am Durchblättern, aber wir können ja ein bisschen schauen. Ja, es gibt, Rainer, es gibt fast nur Sony-Zooms. Es gibt, wie gesagt, das eine Tamron und das war es dann eigentlich schon. Ich gehe fest davon aus, dass, wie gesagt, längerfristig auch Sigma und Tamron da noch was bringen werden, aber die werden sich erstmal auf die 7er stürzen. Das ist so meine Einschätzung. Ja, angeblich bringt Sony dieses Jahr noch ein APS-C-Objektiv, weil Sony immer sehr schwer zu sagen, weil die verraten es vorher nicht. Ein 1025G würde ich gerne haben, ja, kann ich dir nur beipflichten. Aber ich glaube es nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sie das 1018 ablösen werden. Weil man darf immer nicht vergessen, die hochwertigen Objektive, wie jetzt das 1655, die kosten halt immer auch sehr viel Geld. Und wenn Leute eine Alpha 6000 kaufen, ja, die irgendwie 500 Euro kostet, und du sagst ihnen dann, ja, pass auf, jetzt musst du ein Objektiv für 1500 Euro kaufen,
dann schlagen viele die Hände über den Kopf zusammen. Das passt dann halt nicht so zusammen für das Preisgefüge in den Köpfen. Und deswegen muss man natürlich auch immer schauen, passen die preislich zusammen. Und jetzt sind die Objektive, die wir alle genannt haben, eben im Verhältnis relativ günstig. Zumindest wenn ich mir das jetzt so im Verhältnis zu den Fullframes anschaue. Ja, was natürlich auch die kleinere Glasfläche und alles mit sich bringt. Ja, ob ein Nachfolger kommt irgendwann, das, wie gesagt, können, glaube ich, nur die Sony-Optik-Ingenieure beantworten. Die verraten aber nichts, bis die Pressevorstellung war. Deswegen können wir darüber immer nur mutmaßen. Und so der Blick in der Glaskugel ist nicht so mein Ding. Ja. So ein, zwei Fragen haben wir schon im Verlauf immer beantwortet. Zum Beispiel 1805 für Video zum Beispiel. Ich denke, da bist du auf jeden Fall fündig geworden. 18200 LE oder 135 für Fotografie, auch das haben wir, glaube ich, ganz gut beantwortet. Das 1835 schätzen wir ein bisschen besser ein von der Abbildungsleistung. Dabei ist es ein bisschen kompakter, ein bisschen kleiner und hat auch einen interessanteren Preis. Und das 18200 ist halt für diejenigen, der sagt, ich will wirklich diese paar Millimeter mehr noch haben, um zum Beispiel Hobby-Ornithologe zu sein oder und so noch die paar Meter näher ranzukommen. Wobei das 200 für Ornithologie und für Tierfotografie fast zu wenig ist. Also da würde ich schon fast 350. Also da muss das Minimum das 350er sein. Wenn es dann wirklich wild lebende Vögel sind, dann sprichst du mir aus der Seele, Lachs. Genau. 70-350 gut für Sport, speziell Fußball im Innenraum. Vom Sohnemann. Da sage ich immer, schwierig. Innenraum, knapp. Nur wenn du so eine schöne lichtdurchflutete Halle hast mit einer schönen Außenwand. Ich hatte ein, zwei Basketballhallen in Berlin, die halt echt top sind, wo du auch mit einem lichtschwachen Objektiv ganz gut hinkommst. Aber da wäre ich immer vorsichtig. Da ist meine Empfehlung für Halle, mein Geheimtipp, 135-1,8. Ja, einmal investiert und für die Halle super, weil es wird an der 6000 zu 200 mm und damit kannst du nichts verkehrt machen. Aber natürlich auch preislich ein Knaller, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja schon eine ganze Ecke höher. Jetzt habe ich gerade noch jemand hat eine Alpha 6000 mit dem 1650 und vermisst den Mikrofoneingang. Genau, das habe ich auch schon gelesen. Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, über das XY-Mikrofon noch ein anderes Mikrofon anzuschließen. Ne? Die Möglichkeit gäbe es noch, aber das ist trotzdem schwierig. Ja, also da hast du wirklich keine gute Option. Da wird die einfachste Option sein, Moment, ich habe ja alles hier unter dem Tisch liegen, so ein externer Rekorder. Ist schon ein bisschen älter, benutze ich inzwischen fast nicht mehr. Zeige ich euch trotzdem kurz in die Kamera, so ein Zoom-Rekorder. Ja, da könnt ihr externe Mikros mit anschließen und ersetzen und dann hast du da, was das angeht, Ruhe. Oder du nimmst eben das Shotgun-Mikrofon. Es gibt so ein günstiges Shotgun-Mikrofon, das auch ganz gut funktioniert. Gibt es auch im YouTube-Kanal einen Test von mir, habe ich mal eingestellt. Ist aber schon relativ alt, das Video. Ja, so Fragen wie wird Tamron oder Sigma ein 150-600 für E-Mount bauen? Die kann ich heute leider nicht beantworten, weil ich meine Glaskugel einfach zu Hause vergessen habe. Ich bin heute nicht zu Hause. Da muss ich einfach heute den Ball dem Lachs zuspielen. Also bin ich ganz ehrlich, bin ich heute raus. Es wird ja gerade gerumort, dass das Sigma ein Super Zoom oder ein Zoom-Objektiv vorstellen wird. Ich glaube da noch nicht dran, vor allem nicht im lichtstarken Bereich. Und ich kann euch auch verraten, warum. Was Sony in den letzten Jahren gemacht hat und was den Vorteil aktuell bei Sony begünstigt, was Autofokus angeht, ist, dass sie viele Motoren entwickelt haben. Unter anderem eben diesen XD-Linear-Motor, der hier zum Beispiel drin ist, in dem 70-350. Das ist ein super, super schneller Motor, der aber große Massen bewegen kann. Und immer für lichtstarke Objektive, wo du eine große, schwere Glaslinse hast, und bei Teleobjektiven sind die einfach groß und schwer, hast du da einen Vorteil. Und ich weiß, wie Fuji das macht. Wenn ihr das Fuji Makroobjektiv nimmt, da sind vier Linearmotoren eingebaut. Also vier Motoren, die eine Linse antreiben, damit man dieses Gewicht überhaupt bewegen kann. Und ich glaube, die anderen Hersteller haben da gerade das Problem, dass sie an diese Motorentechnik nicht so einfach rankommen. Die müssen sie wahrscheinlich erst entwickeln. Also zumindest ist das im Moment mein Eindruck. Das gilt sowohl für Canon als auch für Nikon als auch für Sigma und Tamron. Jetzt hat Tamron bei den neuen Objektiven hier ja den XD-Motor vorgestellt. Ja, das ist ja, oh, sorry, ich halte es zu hoch. So, ich muss es ja hier halten.
Der geht schon in die Richtung, kann aber, glaube ich, auch noch keine ganz schweren Massen bewegen. Ich bin mir sicher, langfristig kommt da was, aber ich glaube, in näherer Zukunft wäre meine Einschätzung erstmal nein. Aber hey, Blick in die Glaskugel, ich weiß es nicht. Ne? So, hier nochmal die Frage, haben wir ein 12-2-0 noch mit dabei? Ist ja eine Festbrennweite, haben wir heute nicht mit dabei, aber wir haben heute Zooms und in der nächsten Woche machen wir die Festbrennweiten. Die Liste Festbrennweiten steht auch hier schon drauf. Also ich habe schon mal die allerwichtigsten aufgeschrieben und es sind ein paar mehr als heute, nur so nebenbei. Wir müssen es halt irgendwie ein bisschen aufteilen, ne? Das werdet ihr wahrscheinlich verstehen, weil wenn wir anfangen, das auch noch zu mischen, dann kommt, glaube ich, gar keiner mehr mit. Ne? Und dann wird es halt, glaube ich, für jemanden, der einfach nur reinschaltet und mal ein bisschen zuhören will, einfach komplett unübersichtlich. Es ist so schon schwierig. Genau. Ja, 70-350 wird hier schwer gelobt von mehreren, kann ich nur nachvollziehen. Mhm. Ja, der Tim sagt, das 200-600 ist super leicht. Stimmt, für den Brennweitenbereich und Fullframe ist es leicht, aber es ist natürlich im Vergleich zu den anderen Objektiven trotzdem schwer. Lohnt sich der Umstieg? Fragen, auch da würde ich auf das Video vom Lachs verweisen, was die Unterschiede sind. Umstieg von was auf was? Zum Beispiel von einer 6.300 auf eine 6.400 oder auf oben nochmal eine 6.500 auf eine 6.600. Immer wenn also Autofokus Modelle, ein Thema, genau, also kurz um knapp, immer wenn Autofokus oder Video ein Thema ist, ja, definitiv. Wenn es dir um die reine Bildqualität geht, nein, dann brauchst du nicht umsteigen. Oh. Ja. Ganz kurz und knackig. Da gibt es noch ein paar mehr Punkte, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. So, 70 F4 an der 6.300 empfehlen, unbedingt. Kombination habe ich selbst benutzt. 6.300 ist eine schnelle Kamera und das 70-200-4.0 ist ein schnelles Objektiv, also eine tolle Kombination. Solltest du auch beide für einen guten Preis bekommen. Wenn du sie hast, behalte sie. Wenn du sie nicht hast, beide einen Blick wert. Du, ich habe beziehungsweise da würde ich eine 6.4 nehmen. Ich habe eine ganz interessante Frage gelesen. Ich habe ein Staubkorn in meinem Objektiv. Schreibt der Jens, obwohl das Objektiv ja staubgeschützt ist. Ja? Also muss man vielleicht ein bisschen erklären, weil ich lese das letzte Zeit relativ häufig. Ein Staubkorn, was du im Objektiv hast, ist in der Regel nie zu sehen. Selbst auf der Frontlinse sind die nur in den äußersten Fällen, also wirklich, wenn die komplett mit einer dicken Staubschicht übersät sind, dann kann man die vielleicht sehen in der Auswirkung. Wo das eher schlecht ist, wenn es hinten auf dem Sensor liegt oder wenn es hinten auf der Rücklinse von dem Objektiv liegt. Dann sind Staubkörner manchmal auch im Bild sichtbar, meistens aber nicht. Objektive, die staubgeschützt sind oder gegen Feuchtigkeit resistent sind, haben an allen Drehringen und Co., allen Schaltern immer Dichtungsringe. Und zwar intern. Die kann man in der Regel auch so von außen nicht sofort sehen. Manche Objektive haben auch noch einen Richtring hier hinten ums Bajonett, haben aber auch nicht alle. Da tritt aber in der Regel auch kein Wasser ein. Ja? Trotzdem ist es natürlich so, dass wenn du Luft bewegst, die Linsen ja kein Vakuum haben. Sonst könntest du die ganzen Sachen ja gar nicht mehr auseinanderziehen. Also da ist schon Luft im Spiel und die wird durchs Objektiv gesaugt oder gezogen. Und dementsprechend kann es schon vorkommen. Wenn du wirklich Staub im Objektiv hast und es ist wirklich mehr, also wenn es ein Staubkorn ist, kannst du es getrost vergessen. Aber wenn es wirklich viel ist, dann musst du gegebenenfalls dein Objektiv mal reinigen lassen. Dann machen die das Objektiv aus und reinigen die Linsengruppe. Ich hatte schon mal Öl von der Blende auf dem Objektiv, so kleine Öltröpfchen. Habe ich auch reinigen lassen, hat super funktioniert. Habe ich über einen Service machen lassen. Ja, aber das Öl hat man wirklich gesehen. Staub sieht man meiner Erfahrung nach eigentlich nicht. Ja, also in den seltensten Fällen. Stefan, ich habe dir auch noch was versprochen. Ne? Also bevor wir jetzt gleich hier ganz viele Leute im Stream verlieren. Stimmt. Ich habe ja gesagt, ich habe noch wieder ein Gadget bestellt. Ne? Und ein Punkt, das ist ja für euch auch interessant. Ja? Ein Punkt, den ich ja an meiner Alpha 6400 so schätze, ist, dass ich das Display nach oben klappen kann. Weil dann kann ich mich einfach bei der Aufnahme sehen. Und das Gadget, was ich heute mitgestellt habe, habe ich hier. Warte, ich zeige dir das. Das sieht so von der Seite aus. Und so von der anderen Seite. Hast du eine Idee, was es ist? Ich sehe eine Blitzschuhaufnahme. Eine Blitzschuhaufnahme ist dran, genau. Und ich wechsle es mal gerade auf die Kamera. Weil ich habe es gesehen und ich habe direkt zwei Stück bestellt. Und eines davon ist eigentlich für dich.
So ein Schachtsucher oder was ist das? Geht ich zeig dir das gleich mal. So. Pass auf, ich heb die Kamera hoch. So wird es angebracht. Hier ist der Spiegel. Ach, das und ist dann ja kannst du von vorne dich selber in dem Display deiner Kamera sehen. Finde ich total geil. Funktioniert übrigens auch mit der Alpha 7. Ja, das heißt, du guckst von vorne in die Kamera, kannst selber das Bild hier auf dem Display sehen. Da siehst du jetzt meinen Finger davor. Ja, ja, genau. Ist richtig cool. Das ist ja, ich habe ja gesagt, ich bin ja immer, ne, also so sieht es im Nah aus. Da ist also der Spiegel. Hinten klappst du einfach die Kamera hoch. Und das Display wird so weit weg gespiegelt und du kannst von vorne reinschauen. Da war ich gar nicht so weit weg beim Schachtsucher, nur halt von vorne, ne? Schachtsucher von vorne. Ja, kannst du sehr gut benutzen. Dann weißt du auch beim nächsten Mal im Livestream, ohne dass du die Kamera angeschlossen hast, wie es aussieht. Ja. Na, weil die ist ja immer, hier steht sie ja immer. Hab ist halt auch übrigens echt günstig gewesen. Also kostet, glaube ich, 8 Euro oder sowas. Also war wirklich günstig, wo ich dann sage, hat aber Ewigkeiten gedauert, bis es hier war. Nur so nebenbei. Hat jetzt, glaube ich, ich habe es schon fast vergessen, war es 6 Wochen oder so, habe ich es bestellt. Link habe ich aus dem Kopf nicht. Ich muss da mal suchen, Spiegel. Ich fand es halt einfach nur spannend und habe mir gedacht, naja, wenn wir mit den anderen Kameras mal filmen, dann könnte das eine interessante Geschichte sein. Und da es so günstig war, ich fand es echt cool. Löst auf jeden Fall schon mal ein Problem, wenn man sich selber filmen möchte für YouTube. Kili schreibt nochmal, habt ihr eine Themenliste für die nächsten Beiträge? Ja, natürlich. Für das nächste Mal gibt es eine ganz besondere Liste. Das nächste Mal haben wir schon. Weil wir haben ja heute schon drüber gesprochen. Festbrennweiten für APS-C-Kameras. Ja, und damit kann ich schon ein bisschen anteasern. Das 12 mm Samyang habe ich aufgeschrieben, das Tuit, die 16 mm natürlich, da gibt es 3 Varianten aktuell, die 20 mm bzw. 19 mm, die 30er, davon gibt es auch 3 Stück und die 50er und das 56er und so weiter. Also da habe ich noch eine ganze Liste von Sigma, von Samyang, von Zeiss und so weiter. Also hier wollen noch einige den Link und den Preis von dem netten Gadget, was du da hast. Link habe ich, wie gesagt, jetzt gerade nicht, weil ich habe das vor 6 Wochen oder so bestellt. Den müsste ich jetzt raussuchen. Vielleicht packe ich es nachher unten in den Kommentar. Ich muss mal schauen, ja. Wenn ich da heute Abend oder morgen früh noch dran denke, mache ich das. Ich muss natürlich immer erst warten, bis das Video online ist, sonst macht das keinen Sinn. Und dann poste ich euch den mal. Aber ansonsten suchen, Spiegel für Display ist von Ulanzi. Wirklich günstig. Einfach mal googeln, findet ihr es sofort. Jetzt habe ich für den Livestream in 2 Wochen eine ganz besondere Geschichte vor. Und zwar habe ich mit dem Stefan schon drüber gesprochen, mit einem guten Kollegen von uns telefoniert, mit dem Thomas Adorf, den kennt der ein oder andere vielleicht auch. Der ist in der Regel für Tamron oder für Olympus unterwegs. Und wir haben ein Lieblingsthema neben der Fotografie. Und zwar ist es das Drucken, das Large-Format-Printing oder das Fine-Art-Printing. Und wir werden uns also am 30. Im Livestream genau darüber unterhalten. Haben wir zumindest jetzt schon locker ausgemacht. Wir haben es noch nicht ganz genau beschrieben. Stefan darf natürlich entscheiden, ob er dabei sein will oder nicht. Ja, wir haben es, wie gesagt, vorhin erst gesagt. Wir haben bis jetzt noch nicht groß miteinander gesprochen. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn du auch dabei bist, Stefan. Ich bin gerne dabei. Dann können wir ein bisschen über Bildausgabe sprechen. Wir werden nämlich demnächst auch, wie gesagt, noch ein paar andere Themen hier im Livestream machen. Nicht nur Objektive. Nur das Thema Objektive, das ist halt so unser beider Ding. Ne? Wir lieben einfach Objektive, das habt ihr, glaube ich, gemerkt. Und das ist einfach das Auge der Kamera. Ne? Und von daher für das, was wir machen, einfach total wichtig. Absolut. Okay. Du hast es auf den Haben Punkt wir noch gebracht. Irgendwelche Fragen? Habe ich irgendwas übersehen? Ich habe jetzt noch nicht ganz durchgescrollt, aber. Themenliste. Der Killy hat ja angesprochen, die Themenliste, und jetzt passiert genau das, was ich vorhin ansprechen wollte. Ihr schreibt das rein, was ihr machen wollt. Wir werden immer fein eure Kommentare lesen und genau daraus auch entscheiden, was wird für die Zukunft interessant werden. Und genau so haben wir uns das gewünscht, dass wir das machen, was ihr wollt und nicht, dass wir machen, was wir wollen. Weil wir machen eigentlich sowieso immer das, was wir wollen, und dann wollt ihr das automatisch auch. Jetzt bin ich schon wieder so verwirrt. Geht wirklich darum, dass ihr einfach Spaß habt und mit zuschauen wollt. Und deshalb brauchen wir genau diese Infos. Makroobjektive habe ich gesehen, Streetfotografie habe ich gesehen. Wir machen da was Schönes draus und werden euch in der nächsten Woche Bescheid geben, was dann in der darauffolgenden Woche nach dem Fine Art Printing und der Bildwiedergabe und so weiter ist. Lasst mich doch noch einmal ganz kurz euch ein Bild einblenden, dass das Ganze noch so ein bisschen unterstreicht. Moment.
Und zwar habe ich hier auf der Fototrainer, auf dem Fototrainer YouTube-Kanal, ja, wenn ihr auf dem seid und auf Community klickt, habe ich hier unten, mache ich eigentlich immer so ein, zwei Tage vorher, heute Morgen habe ich das gesendet, die Umfrage gestartet zu dem Thema Standard-Zoom-Objektive. Ne? In der Woche davor habe ich gefragt, welches Thema interessiert euch? Also nehmt da ruhig teil, klickt es ruhig an, kostet euch gar nichts und teilt natürlich gerne auch die Videos, damit wir auch sehen können, wer alles dabei ist. Also nutzt da einfach die Möglichkeiten, die ihr habt. Stefan und ich, Stefan, du bist jetzt wieder im Bild. Ja. Wir versuchen immer wirklich die Themen so zu gestalten, dass es für euch einfach auch interessant bleibt. Also nutzt da die Möglichkeit, kommuniziert mit uns, wünscht euch Sachen. Da sind wir sehr offen, würde ich jetzt mal sagen. Und freuen uns natürlich auch drüber, wenn ihr so bestimmte Sachen habt. Gut, hast du noch irgendwas, Stefan? Gibt es noch irgendeine Frage oder irgendwas, was wir noch beantworten müssten? Dann haben wir heute ja wieder nur 10 Minuten überzogen. Hey, cool. Wir schaffen es so einigermaßen, unseren Zeitplan immer einzuhalten. Ich hatte ehrlich gesagt darauf gehofft, dass wir heute unseren Zeitplan einhalten. Weil du jetzt gleich die Produktvorstellung hast, ich weiß. Weil wir gleich hier den Launch haben, genau. Aber alles gut. Also ich denke, wir haben uns gut eingependelt inzwischen und unsere Themenwahl hat sich auf diese Stunde bis plus minus 10 Minuten, glaube ich, ganz gut eingependelt. Anfangs die 5 Minuten Technik immer noch, die müssen wir wirklich ganz klar mal einplanen. Da werden wir auch uns bessern, aber keine Angst, ich habe auch bei vielen anderen schon gesehen, der Start ist schwierig, auch bei großen anderen Firmen habe ich das schon erlebt. Von daher, seht es uns nach, wir sind einfach live. Genau, und dann auch von meiner Seite, vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt. Abonniert den Kanal, guckt rein, wenn euch das neue Tamron interessiert, Video ist gerade online gegangen. Nutzt die Möglichkeit, kommuniziert mit uns. Wir sind raus. Ciao. Macht's gut. Au revoir. War top. Danke. Chat kopiert.